So, schieb! Oh. Das habe ich auch gesehen. Achso, der Chat hat sich übrigens entschieden, sie wünschen sich, dass wir überleben. Also, alle sollen überleben. Alle sollen überleben, okay, alles klar. Hüpf. Also, werden definitiv bestimmt nicht alle überleben, aber wir probieren es so zu spielen, dass eventuell alle überleben können. Also, wir würden es forcieren. Aber wenn ich schon Chris sehe... Alles okay. Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Du meinst Sport? Ja, da, wo man das Seil hoch muss. Oh. Oha! War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Ein Feuerzeug. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann, es ist Spray. Oh, warum? Ja, jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja. Die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und wusch. Bye-bye, vereistes Schloss. Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Um was soll er sich denn jetzt noch kümmern? Außer vor der Tür zu warten. Was soll das? So, was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir nochmal hier so ein Knorri. So, jetzt können wir nochmal gucken. Ja, man sieht ihn von der einen Seite nicht so richtig. Ich drehe ihn mal um. Okay. Ein Verlusttotem. Hat mit Feuer zu tun gehabt. Und ich glaube, es war Emily, die zu sehen war. Bin ich der Meinung? Ich habe nur eine Vogelscheuche gesehen. Eine Vogelscheuche? Mhm, vorne im Vordergrund. Warte mal, ich guck mal kurz. Aber ich glaube, wir werden jetzt keine Vision mehr bekommen. Das wäre wahrscheinlich zu schön. Turn around. Ja, eine richtig Farbe ließ sich jetzt natürlich irgendwie so richtig erkennen hier. Nee. Finde ich übrigens auch interessant, dass Jojo schreibt, wer sich das traut, den Spruch rauszuhauen, der wäre mir gleich sympathisch. Ja, also es ist immer eine Frage, wie man sowas rüberbringt, ne? Irgendwie, also. Und wenn du natürlich noch den richtigen Partner dazu hast, so, denn, und der lachen kann darüber, dann weißt du eigentlich schon, dass das schon der richtige Partner sein könnte. Obwohl es halt wirklich drüber ist, ne? Also. So! Was haben wir denn hier? Nein! Okay, also du darfst die Taste auf gar keinen Fall loslassen, ansonsten. Fährt er quasi mit der Seilbahn wieder zurück. So schlimm. Ja. So, der Börterbagger. Ex-Hausmeister wegen Brandstiftung verurteilt. Racheschwur gegen Familie des Filmmoguls. Von Charlie Scott, leitender Reporter. Victoria Milgram, 52, wurde gestern wegen schwerer Brandstiftung in Blackwood Pines zu 16 Jahren Haft verurteilt. Milgram war 28 Jahre lang Hausmeister in dem alten Berghotel als Hausmeister im alten Berghotel angestellt gewesen. Er wurde jedoch entlassen, als Hollywood-Produzent Bob Washington das Anwesen kaufte. Schon Mr. Weinstein. Die Urteilsverkündung endete mit einem aufsehenerregenden Zwischenfall. Der wütende Milgram beschimpfte Washingtons hochschwangere Frau Melinda lautstark mit wüsten Obszönitäten. Er nannte sie dreckige Hu... und schwor, euch alle deine Mann und eure Kinder dran zu kriegen. Weiterhin drohte er, sie leiden zu lassen. Melinda hatte während der gesamten Verhandlung sichtlich um Fassung gerungen und erklärte später, dass sie zwar bestürzt über Milgrams Drohung sei, sie allerdings vollstes Vertrauen in das Rechtssystem setzte, ihre Familie zu beschützen. Okay, könnte eventuell der Typ mit der Machete Milgram sein? So. Meinst du, der Hausmeister, echt? Naja, ich wüsste ansonsten jetzt erstmal, ich weiß nicht, der Texas Ranger? Keine Ahnung. Also, ist ja... Der Seilbahnbeauftragte, keine Ahnung. Der Seilbahnbauer. Oh, hier haben wir noch ein Bild. Ha, echt cool.
Hinweis entdeckt. Familienporträt. Und was für einen Hinweis habe ich jetzt entdeckt? Ja, über Josh, Vater und die Geschwister. Nee, weil er jetzt, als er das Bild angeschaut hat, hat er gesagt, Hinweis gefunden irgendwie. Okay, also wir wissen, wir haben schon vorher gewusst, dass Josh der Bruder war von Hannah und Montana. Okay, das, ja. Mal schauen. Wer weiß. Ich finde das doch immer spooky, so in diesen Häusern, wenn Türen von alleine zugehen. Ich hasse das. So, eigentlich wollte ich sagen, irgendwie denn, wenn zum Beispiel so Möbel abgedeckt sind, so mit weißen Tüchern, finde ich auch unheimlich irgendwie. Schönes Bild. So, ruf mal erstmal hier so ein bisschen in die Lodge rein. Ach du Scheiße, ist das groß. Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Okay. Muss ich, soll er jetzt wirklich Haarspray finden? Ja, ja. Oh. Leute, don't try this at home. Alter, wo soll ich denn echt jetzt hier? So, was haben wir da? Moment, hier glänzt etwas. Ein Foto. Oh, von damals. Bereit für den Seniorenabschlussball. Hannah, Sam, Mike und Emily von 2013. Okay. Schön. Ich finde die Flüster hier oben ein bisschen unheimlich. So, nach meinem Verständnis würde ich tatsächlich jetzt mal ein Bad aufsuchen, um eventuell da Haarspray zu finden. Frage ist nur, wo ist jetzt hier in dieser gigantisch großen Lodge das Bad? Essensraum. Und überall diese Geflüster. So, Konferenzspinne. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollten. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Okay, Mann, Alter. Milgram ist draußen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Ben. Okay. Das ist auch eine gute Frage. Ist ja, warum kann man die Kerzen, die überall stehen, nicht anmachen? Oben ist noch ein Fenster. Das mache ich mal erstmal zu. Oh, ich weiß, was Jojo meint. Bei was denn? Jojo hat vorhin noch geschrieben, was ist schlimmer? Das Geflüster im Spiel oder der Film bei Stevie im Hintergrund? Der, ist der für euch jetzt immer noch so krass zu hören, ja? Wenn du redest, ja. Wenn du nicht redest, dann macht er das Mikro zu. Aber ja. Ich höre es ab und zu mal, wenn du dann anfängst. Dann hörst du so. Ja, gut, wenn wir nächstes Mal die PlayStation ein bisschen weiter wegstellen. Ich muss kicken wegen dem HDMI-Kabel. Achso, okay, stimmt. So, bester Horrorfilm 2009. Bloody Monastery. Pff, klar, ich hab's alle gesehen, die ganze Reihe. Bis Teil 16. Bloody Monastery. So, ist jetzt hier irgendwo mal ein Badezimmer. Chris braucht Haarspray. Was ist das hier? Jetzt sieht nicht noch. Oh, warte mal. Die Knarze. Ich meine, das ist ja normal in so einer Lodge, ne? Oh, hier Badezimmer. Hier war doch die Überwachungskamera von unten, oder? Von der Seite. Genau. Ich mach mir erstmal den Whirlpool. Ich mach mir erstmal ein Schaumbad. Achso, okay. Ja, Inferno. Inferno for Men. Was ist das denn? Oh! Was war denn das jetzt gerade? Ein Marder oder was?
Gesicht dazu von ihm so. Ah, perfekt. Wir frieren doch Waschbär? Hier draußen. Meinst du? War Jona so bei Lofiana. Und schon brennt die Hütte. Ist alles aus Holz. Also, what? Ja, die sind halt einfach nicht die cleversten. Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit. Nee, ein Wolf. Kann man machen. Was war das? Wir haben ja auch gesagt, hast du mehr Angst? Also, achso, ansonsten wäre es wahrscheinlich eine Schlange gewesen. Oh, es war nur ein süßer. Ich habe mich für einen Wolf entschieden. Baby, ah, okay. Keine Sorge. Ich weiß zwar nicht, was so ein Wolf in so einem Unterschrank im Bad zu tun hat, aber komm, wer bin ich, dass ich das hinterfrage? Mal kurz gefragt, hat Josh sich umgezogen? Er hat doch was anderes an, oder nicht? Na, die Jacke hat er wahrscheinlich... Home, sweet home. Nee, hat er immer noch gleich an. So würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin okay. zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ist schon geil, so eine Lodge. Ist schon geil. Mit dem Stein und so, ich stehe auch so was. War nicht die Polizei ständig hier? Ja, bei der Größe ist das ganz schön. Aber krieg die Hütte mal warm, du. Was geht, Party People? Hey! Hey! Hey, hey Mann. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. So, Typ der geilen Gesten, Alter. So, okay, also ein Geheimnis ist auch nicht drum gemacht, dann versteht nicht, warum sie nicht zusammengekommen sind. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst, jetzt durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Die hat harte Probleme. Bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt. Also wenn du die Auswahl hast, von meinem Charakter ihr eine zu klatschen, klatsche. Homecoming eine Kuh. Na, und? Entschärfen oder provozieren? Nee, wir sind hier Gentlemen, wir entschärfen. Ah, verstehe. Komm schon. Nein, Schnauze, Matt. Halt dich da raus, du Trottel! Hey, Benny, du kannst ja mal eine Abstimmung machen. Chat, wen mögt ihr mehr? Ashley? Allein dir. Ah, nee, nicht so Ashley, sondern Jess oder Emily. Es ist mir sowas von egal, Emily. Was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Du könntest nicht mal schimmeliges Brot kaufen mit deinem dürren Arsch. Ach, ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Immer noch entschärfen. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist richtig. Nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Heieiei. So viel dazu. Na, das scheint ja spaßig zu werden da. Also, Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Matt? Oh mein Gott, was ist meine Tasche? Weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen. Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, glaubst du's? Ich bin dafür, dass M stirbt. Schnellstmöglich. Ey, lass es doch wie ein Unfall aussehen. Kein Problem. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Moment. Vielleicht okay, wird es doch noch nicht so schnell sterben. Wir müssen mal gucken. Ich will auch nicht so voreilig urteilen. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Live, Freunde! Ach komm, Betty, schüttel doch nicht den Kopf. Oh. So, Jessica, es wurde sich entschieden, der Chat mag mehr Jessica. Jessica ist tatsächlich auch erstmal nicht, ja, wie sagt man, irgendwie schwer nicht zu verstehen. Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest,
das du je sehen wirst. Falls wir jemals ankommen. Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostar? Ich würde es mir ansehen. Jetzt. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay, verstanden. Ja, wo war denn der Generator am Anfang? Flirtet. Okay. Wo wir mitten durch die dunkle Wald gelaufen sind. Jetzt haben wir jetzt eine Taschenlampe. Was, wirklich? So, wir spielen Mike. Was? Nein. Mhm, ach, schön, schön. Ja, hier muss dann nochmal der Inspektor durch. Wunderbar. Ja, die Dachsparren sehen gut aus. Alles klar, da gucken wir nachher nochmal rüber. So, tatsächlich fühlen sich diese Spiele auch immer so ein bisschen am Anfang an wie so ein Walking-Simulator, weil du halt einfach irgendwie gefühlt nicht vorwärts kommst. Hey, Knacker! Ja, du musst ja aber erstmal die Storyline quasi, muss ja erstmal aufgebaut werden. Ja, na, aber halt allein durch das Laufen. Okay. Ne? Langsam laufen. Das wird bestimmt ein richtig tolles Bild gewesen sein. Netter Versuch. Nächstes Mal nehme ich die Kamera, okay? Na, okay, aber es ist doch gar nicht so leicht mit dem Ding. So rückwärts und vorwärts und alles gleichzeitig. Ja. Okay, dann los. Nichts wie ab zu der Hütte. Na dann, auf geht's. Mieke. Es ist eiskalt hier draußen. Ja, Juju, Storytelling ist das A und O. Ja, es lebt ja tatsächlich vom Storytelling. Ja. Das reine Gameplay ist ja eigentlich quasi nicht wirklich vorhanden. Aber man wird ich jetzt so krass finden, du wirst halt so drastisch entschleunigt irgendwie. Ne? Ich drücke jetzt schon R1. Ich renne jetzt schon quasi. Okay, und das Schild hast du dir nicht angeschaut. Sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, Emily ist total bescheuert. Ich glaube, bei dir sieht sie rot. Ist das so? Übelste Eifersucht. Ihr Pech. So, na dann. Let's get to the gate. Das Teil braucht wohl Strom oder sowas. Drück doch einfach die Klinke runter. Generator? You need the generator. So, bestimmt in dieser Abbruch reichen und Tür ist natürlich offen irgendwie. Runter machen wir. Oh, hier waren wir. Ich glaube, hier finden wir wieder. Hast du bald den Generator oder was? Stopp, ich muss Holz aufheben. Ein roter. Oh. Ashley hat ordentlich einen reinbekommen. Mike, wäre es nicht toll, den Geni anzuschmeißen, damit es weitergeht? Den Geni? Den Geni, Alter. Okay. Schön. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Schön, wenn man sich selbst einfach anfeuert. Na, no. Das sind die Leute, die am meisten über ihre eigenen Witze lachen, so ist. So, was soll ich mich jetzt hier, was soll ich? Oh! Okay, okay. Wir gehen mal. So, komm Jess, los, mach hin. Wir gehen. Er hat's ja nicht mitbekommen. Aber wir. Sesam, öffne dich. Mike auch immer, wenn ich so durch so eine Tür gehe und die Luft mal so. Haha, siehst du? Ja, total. Wie ich das gemacht habe? Diese Klinke runtergerückt? Ja, bin der Geilste. Ich hab die Hit. Ach, wie schön. Schön hier. Schön, schön, schön. Bist du schon gespannt? Ist aber auch ein Riesengelände und das gehört alles dem wie heißt er, Josh? Dem Washingtons, ja. Auf jeden Fall ein Abenteuer, ein Sexurlaub. Boah. Wie bitte, ein Sexurlaub? Habe ich da gerade richtig gehört?
Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Respektvoll. Mögen Sie in Frieden ruhen. Tja, wo auch immer Sie sind, Sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an Sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Ah, fast lippensynchron. Muss man mal sagen. So, ich glaube, es war auch das erste... Nee, es war nicht das erste Spiel von Supermassive. Ich glaube, das davor gab es noch irgendwie... Wie ist das denn? Fahrenheit. Okay. Ja, ansonsten würde ich gerade sagen, naja, so beim ersten Spiel, komm mal. Hast du das gehört? Ich muss hier mal gerade gucken, ob das ein Alert war, aber wart nicht. Ja, klingt nicht gut. Klingt nicht gut, das waren bestimmt die aggressiven Waschbären. Vom Fluss. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge, den Schießbudenfiguren. Jess! Gehen die ins. Aber lass uns erstmal durch die Minen gehen. Hey, Jessica! Ja! Hey. Ich spring runter. Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Hirosch, schieb die Lore weg. Na, ja, komm. Wir sind nicht der vorsichtige Typ. Okay, ich komme runter. Bleib, wo du bist. Wir sind Macker. Wir sind Macker. Ha! Schon wieder hinter uns. Wir sind Macker. Hey, Adonis. Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Klar, du musst die Schreine stehen neben dir. Ja, was heißt, hilfst du mir? Dann mach mit! Hilf mir schieben, hilf mir schieben! So. Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Oh, ja, du, ich auch! Oh. Mike. Dankeschön. So, schauen wir uns mal ein bisschen um. Was ist das da? What? Scheiße! Oh mein Gott, ist der Stock? Alles in Ordnung? Ja. Ja, bin okay. Ach, schön. Ich mach mal das Mikro hier ein bisschen zur Seite. Vielleicht nicht so deutet. Oh Himmel, hier empfange ich eine Menge Vibes. Und zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut los wirst? Spar dir das für die Hütte, Posa. Mach mal hier lang. Ich weiß jetzt nicht, ob der besser ist, aber wir gucken mal. Oh, und war da glänzt was? Der ist doch recht groß. Vorne. Zigarre. Schräger Ort, um gemütlich Zigarren zu rauchen. Ist frisch. Ist frisch. Zigarre vom Hausmeister. Ey, vor allem das Schlimme ist, irgendwie würdet ihr irgendwo und dann erstmal so ein Kippenstimme aufheben, so. Frisch. Also ich nicht. Würd's, denke mal, würdet ja nicht beachten. Okay. Alles klar? Ja, war knapp. Alter, da wird sowas von was laufen, ey. Schön bisschen Adrenalin ausgeschüttet. Und wenn die safe sind. Dann läuft's. So, hier vorne sieht noch was glänzen. Na, ich mach mal hin. Okay. Scheiße. Okay. Der Laden ist die ganze Bruchbude. Wer ist denn dieser Danga, von dem alle hier reden? Vor allem überall. Ja. Also einmal drinne, bist verloren. Okay. Schön, ich freue mich. Das wird toll. Super. Verabschieden wir uns schon mal von den ersten zwei. Ach nee, sind das schon wieder von Nummer 3 und 4. Die ersten sind ja schon am Anfang gleich gestorben.
kleine Hoffnungsschimmer. Ha! Aber sensationell rausgeführt hier aus der gefahrenen Zone. Aus der Danger Zone. So, warte mal, haben wir hier vorne irgendwas? Oder? Oh, hä? Ja, wir können anscheinend ständig hier irgendwie mehrere Wege laufen. Sollen wir nach links, sollen wir nach rechts? Was wollen wir machen, Benni? Naja, du kannst ja ein Stück zurückgehen, mal gucken, ob wir da noch einen Hinweis finden. Die Frage was meinst du mit zurück? Zurück wäre jetzt links quasi, weil rechts läuft sie ja lang. Also ich würde jetzt sagen, rechts geht eben halt hoch zur Hütte oder so, würde ich jetzt behaupten. Okay. Okay. Dann machen wir mal was. So, Jazz, lass uns mal kurz zurückgehen. Oh, warte mal, hier liegt was. Der Benni, der alte Fuchs. Ja, das ist ein versteinerter Bärencode. Gelb? Entweder gelb oder braun. Lusttotem. Also irgendjemand ist gestorben. Also entweder war Sam oder Jess. Also es war auf jeden Fall, der hatte nicht so viel Kleidung. In der Fall war sie blond. Das stimmt. Mit wenig Kleidung an könnte jetzt wieder auf Jess führen, zurückzuführen sein. Wir gucken mal. Je nachdem, wie Mike sich hier anstellt. So, Cabin. Alles klar? A Cabin in the Woods. Genialer Film übrigens. Ja. Ich glaube, da sollte so ja noch ein zweiter Teil jetzt kommen, ne? Als Josh Hütte gesagt hat, dachte ich schon ans weiße Haus. Warte, bis du die Lincoln-Suite siehst. Quasi ein Puka. Oh, so vor mir den kleinen Präsidenten zu zeigen. Fürst auf einen Flug mit der Air Force One? Okay, Spaß der Oh, ein Teleskop. Ein Blick auf die Bäume, ein Blick auf die Wolken, ein Blick auf die Hütte. Oh. Wow. Alles klar? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Wow. Wie, du hast jemanden bei der Hütte gesehen? Okay. Lass mal sehen. Mann, Alter, warum erschreckt mich denn hier immer so? Ah. Und Benni, bist du ja mega straight, Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Hast du die Valium gar nicht gemacht? Hast du die Valium vorher eingepfiffen? Nein, ich hab Lutschbonbons hier gehabt. Mhm. Ich hab Lutschbonbons. Okay. Schön. Die Blackwood Pines Gebirgsbewohner. Der Mackenzie Wolf. Canis Lupus Occidentalis. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den... Los, wir streichen einen Bär. Komm schon, bitte. Komm schon. Lassen wir das mit dem Bären streicheln. Darf ich jetzt? Nein. Danke, Jess. Dieses mächtige Raubtier, eine wahre Legende unter den Fleischfressern, greift Wapitis, Rentiere und alle verwundeten Tiere an, denen es begegnet. In Alberta ist die Jagd auf Wölfe auf Privatgrund gestattet. Glücklicherweise werden die Wolfsbestände hier im Blackfoot Pines stets unter Kontrolle gehalten. Grizzlybär Ursus Arcatus Horribilis. Der Grizzly, ein Allesfresser mit ausgeprägter Vorliebe für Aas, ist generell nicht dafür bekannt, eine Mahlzeit zu verschmähen. Seine bevorzugte Nahrung ist Fisch, Lachs, Barsch, Forelle. Weshalb man ihn in der Nähe von Flüssen oder Gebirgsbächen besonders häufig als auf das Tier, was? Ja, auf das Tier trifft. Obwohl Grizzlybären als extrem gefährlich gelten, sind Angriffe auf Menschen eher selten. Rocky Mountain Wapiti. Cervus canadensis nelsoni. Der prächtige Wapiti durchstreift diese Lande schon seit Jahrtausenden, von Jahren. Obwohl sie zumeist eher sanftmütige Geschöpfe sind, sind die dominanten Männchen, Bullen, dafür bekannt, ihre Herden vehement gegen Eindringlinge zu verteidigen. Was zu harten Auseinandersetzungen mit Kopfstößen und heftigen Angriffen führen. Ah, schön. Das hat uns jetzt weitergeholfen. Hier noch was geleuchtet. Ja. Mal gucken, ob er jetzt wieder einen Spruch bringt. Nein, da ist er, Gentleman. Und wieder zugefallen. Wir kommen nicht mehr zurück.
Dido. Okay, Musik schwillt irgendwie komisch an. Ein Wapiti. Oh, die Viecher schreien. Bist du dann meine Fresse nochmal? Ah. Okay. Ah. Hä? Benny und Steve bin gleich wieder da? Was? Das habe ich gerade geschrieben, weil du, während du vorgelesen hast, ich wollte dich nicht unterbrechen. What? Ah, Rattenflüge, ja, ich bin ein Witzer-Typ. Ich habe auf den Paarungsruf geantwortet. Wow, du Flittchen. Ja, ich habe viel Liebe zu geben. Hab mich erschreckt. So, ich finde es ganz schön weit zur Hütte. So unverhältnismäßig. Also zum Frühstück würde ich da nicht zurück in die große Lodge gehen. Gehen wir jetzt den gleichen Fluss schon wieder rüber? Wir sind doch schon mal über so einen Fluss rübergelaufen. Nee, das war eine andere Brücke. Achso. Die ist viel klappriger. Kabin. Verdammt, Josh. Hättest du nicht wenigstens den Weg freiräumen können, bevor du uns hier raufschickst? Ach, echt jetzt? Was? Hätte nicht gedacht, dass bei dir das Glas immer halb leer ist. Hast du eine bessere Idee? Mach Platz, du deprimierst mich. Oh, Boo! Angeberin. Hey, Mike. Du hast da was im Gesicht. Ah! Ach, ihr jungen Fohlen. Wenn es das ist, was du willst. Ja, pass auf, sie flankiert dich. Oh. Jess,